einer der absoluten Top-Spots am Windenbach, befindet sich hier. Schön am Seitenarm des Windenbachs. Und hier haben wir den Vorteil, wir sind zwar am Windenbach, aber es gibt hier keine Strömung. Und das nutzen wir natürlich. Das heißt, wir packen unser Setup aus und bauen das mal ein wenig um. Das heißt, wir variieren hier mit den Ködern und nehmen mal den klassischen Weißbrotköder, den man ja von vornherein hat. Wir müssen hier auch nicht großartig klippen oder sowas. Wir werfen einfach locker aus dem Handgelenk hier aus. Zack. Und hoffen dann hier auf sowas wie Giebel und Karauschen zum Beispiel. Giebel funktioniert in der Regel ganz gut. Was kann man noch machen? Wir nehmen natürlich die zweite Route. Wenn wir hier jetzt mit einem kleineren Haken unterwegs sind, testen wir natürlich auch nochmal den Regenwurm. Regenwurm, absoluter Klassiker auch, den man ja auch anfangs schon immer hat. Das bedeutet, auch den wollen wir natürlich erstmal testen und gucken, ob er funktioniert. Ich gehe mal von der Bremse ein bisschen runter. Na? Oh, ich glaube, ich hänge hier fest im Schlamm. Da muss man die Bremse doch wieder ein bisschen hoch machen. So, jetzt aber die Bremse wieder runter. So ein bisschen und dann raus damit. Okay. So, perfekt. Also ein bisschen stramm ziehen hier. Hier auch. Und dann machen wir als drittes natürlich, und das macht den Spot auch so wichtig, die Stippe holen wir raus. Also Stippen, das ist natürlich das A und O, wenn man anfängt hier am Windenbach. Und ich habe hier mal einen 18er Haken drauf und nehme mal jetzt, was nehmen wir denn mal? Eine Zuckmückenlarve nehme ich jetzt einfach mal. 18er Haken, Zuckmückenlarve. Und ich gehe ganz flach, nur auf 17 cm. Das ist das Flacheste, was so geht. Werf mal so halb aus, gehe ein bisschen näher dran. Weil ich glaube, da vorne zuppelt es gerade schon an der Route, oder? Nee, noch nicht. Na doch. Was denn nu? Man stresst sich übelst, wenn man gleichzeitig Grund macht und Stippe. Ich mache das in der Regel nicht. Aber zum Zeigen ist es halt immer ganz gut. So, da haben wir jetzt einen Biss. Da geht er ab. Bisschen können wir noch hochdrehen. Da haben wir doch hier einen schönen Brocken. So, raus mit dem Kescher und so langsam dahin. Schöner Giebel, jawohl. Und das sind so hier die Hauptkandidaten auch an der Stelle. Giebel, wie gesagt, verschiedenste Friedfische an der Stelle, Weißfische, die man hier ganz gut rausziehen kann. Rotaugen gehen auch gerne manchmal, manchmal auch Güster. Genau. Ja, des Weiteren natürlich hier testen mit kleinen Haken, mit der Stippe auf Laube zum Beispiel. Und das testet man, wie gesagt, dann hier mit der Stippe ganz flach eingestellt. Und da probiert man dann, ob was geht. Und wenn nichts geht, muss man ein bisschen weiter rumprobieren an verschiedenen Stellen. Ich werfe mal jetzt hier vorne aus, so ein bisschen mehr, wo das Grünzeug ist. Und ich glaube, da zuppelt es auch schon wieder los. Da ist schon wieder einer dran. Guck dir das an. Das ist auch sehr angenehm. Da haben wir jetzt die Karausche dabei. Sehr schön. Also, tipptopp. Einfach nur auf dem standard günstigen Brotteig, den man ja schon im Tutorial herstellt. Und was machen wir jetzt hier mit dem Regenwurm, der nicht liefert? Naja, wir ändern ihn, ne? Ändern, das macht halt das Spot bearbeiten sozusagen aus. Man variiert so, dass man halt was fängt. Wir hatten jetzt gerade hier auf der anderen Route einen 6er Haken. Das mache ich hier jetzt mal genauso. 6er Haken und Weißbrot. Und ihr seht, es zuppelt schon wieder los. Also eine Wahnsinnsstelle. Richtig gute Frequenz. Und es zieht, glaube ich, da auch ein bisschen was gerade an der Pose. Zu früh. Hat so ein bisschen, ist gerade so ein bisschen ins Wandern gekommen, die Pose. So, nochmal ein bisschen straff ziehen. Das muss man natürlich dann auch im Blick behalten. Wenn man jetzt nur mit der Pose hier steht, man kann auch, wenn man sich das schon leisten kann, irgendwann mal Fliege probieren oder eben verschiedenste Köder, sowas wie Kaster auch gerne testen, Marder auch mal probieren, also nur mit der Pose. Oder einfach auch hier den Brotteig, vielleicht geht das auch ganz gut, kann man natürlich auch mal testen. Da kann man auch ein bisschen tiefer dann
ziehen wir mal direkt raus. Ein bisschen tiefer einstellen. Da kann man so auf 30, 50 Zentimeter so in dem Bereich vielleicht einstellen. Ja, ich bin jetzt schon gerade super zufrieden. Läuft. Ich zeige das nochmal eben auf der Map, wo wir hier sind. Zack. Also hier ganz oben in dem Bereich. Und dann wirft man so locker Flocke hier in das 2-Meter-Loch, in diese dunkle Area. Und ihr seht, die Frequenz ist schon richtig gut. Jetzt teste ich nochmal mit der Pose eine etwas andere Stelle, die sonst auch immer wieder gut funktioniert. Die ist quasi hier um die Ecke, einmal um die Büsche herum. Und hier stelle ich mich auch immer mal wieder ganz gerne hin. Auch wenn man zum Beispiel auf Frösche aus ist oder so, dann kann man das hier ganz gut probieren. Ihr seht, da drüben sind immer noch die Posen, die zuppeln jetzt natürlich auch schon. Man kann natürlich auch versuchen, von hier aus das 2-Meter-Loch dann zu bewerfen mit den Teichködern, mit den Grundruten, kann man natürlich auch machen und versucht dann hier an der Stelle mit der Pose zu angeln. Zack, da ist sogar schon was dran. Hervorragend. Ein kleines Rotauge noch. Also, zwei Spots quasi in einem. Das wäre jetzt hier nochmal eine gute Möglichkeit. Auch hier zählt es natürlich immer, dass man viele Köder testet. Nicht nur hier die Teichköder, sondern ruhig auch mal ein bisschen was Fleischiges. Aber gerade in diesen stehenden Bereichen funktioniert es einfach immer wieder ganz gut eben mit den Teichködern. Apropos Teichköder, fangt frühzeitig an zu skillen. Gerade wenn man hier am Windenbach die Chance hat, ohne eine Futtermische, nicht mit besonderen Ködern schon gut die Fische zu fangen, verdient man natürlich sich das erste Geld für die Startrouten, für das Start-Setup. Ich verlinke das auch nochmal in einem Video von der Tutorial-Serie. Das Feeder-Set Start holt man sich dann am besten als erstes. Und danach geht es los, dass man eben Köderbeschaffungsskill, dass man Futterbeschaffungsskill. Ganz, ganz wichtig, denn ihr wollt ab Level 12 ungefähr zur alten Festung. Und da an der alten Festung braucht man schon besseres Setup. Man braucht ein bisschen mehr Skill. Man muss Köder herstellen können, damit man da gezielt auf Brassen angeln kann. Und man braucht für Brassen Futter. Und das heißt, früh anfangen, wie gesagt, mit dem Mischen von... Und der ist wieder ab. Mit dem Mischen von Futtermische immer wieder herstellen. Am besten sowas wie Giebel- und Karauschenfuttermische, Rotaugenmische. Das sind halt die Fische, die man anfangs auch locker easy hier rauszieht. Also, ran an den Spot, raus mit den Ruten. Ob es jetzt die Stippe ist oder ob es die Grundrute ist, hier funktioniert alles. Und wie gesagt, sonst da hinten in der Ecke auf Stippe geht auch immer gut. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.